So, Freunde, willkommen zum letzten Tag des Sturmangriff-Turniers. Alles sehr schnell. 5 Sterne. Blau ist gesperrt. Ja, ich will eigentlich gar nicht. Ich will es eigentlich ignorieren, aber was soll ich machen? Das ist eine absolute Frechheit, ja. Jetzt sind wir auch noch auf B gerutscht. Oh je, das ist ja alles. Oh, ja. Okay. Litin. Einmal fokussieren und dann wieder los. Ja, wir kriegen auch direkt so einen dicken Brocken von denen auch noch. Okay. Ich würde gerne bei dieser Konstellation eigentlich bleiben. Das heißt, Garnett hat mir kein Glück gebracht. Ich nehme Fass mit. Garnett. Das soll anscheinend nicht mit ihr sein. Ich weiß nicht warum, aber die hat mir echt kein Glück gebracht gestern. Keine Panik, den nehmen wir jetzt nicht mit. So, wer ist denn noch der auserkorene Glückliche hier in der Konstellation? So. Hätte ich einen Loki, könnte ich einen Loki mitnehmen, wäre das viel einfacher. Aber das geht nicht. Was, ich nehme ihn mit. Er klaut auch Mana. Ohne Entfernung brauche ich nicht. Aber da ist halt Khufu. Ja, ich habe einen Spotter ja dabei. Ich nehme ihn mit. Ich bin mit ihm. Das wird schon auf Teufel komm raus schief gehen, das weiß ich. So, wir haben Alfrike, wir haben Kullervo, wir haben den Schutz, wir haben Spott. Also. Aber wir haben keine Steine so wirklich. So, ich habe hier ein gelbes, was in lila geht und gleichzeitig hier zwei lilane sich hinsetzt. Müsste hier unten lilaner kommen, dann wäre ich gerettet. Unwahrscheinlich. Wenn ich die blauen spiele, dann kann es sein, dass hier unten lila kommt. Also wenn wir den nach da schieben, ne? Der geht ja dann hoch. Dann hätten wir hier ein Dreier-Match und wenn hier unten auch was kommt, hätten wir auch ein Dreier-Match. Sind aber erstmal zwei Steine und dann fünf, die wir spielen müssten und dann noch die dann da reingehen müssten. Da ist sie sowieso geladen. Deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, wir machen das erstmal. Ja, und triggern uns ins Verderben. Oh Mann, ey. Ja, ich kann schon wieder aufhören. Hat schon wieder... Ich weiß es halt nicht. Also dieses Turnier ist scheiße. Ich kriege, wenn man das mal so im Verhältnis sieht zu dem, was ich im Krieg gemacht habe, ne, das ist halt hier einfach Müll, was ich kriege. Ich brauche 6 fucking Steine. Meinst du, die kriege ich? Nein. Natürlich nicht. Kann nichts machen. Das ist wieder verloren. Wir können jetzt hier grün spielen. Das geht dann in rot. Sie löst ja sowieso aus. So. Dann kann es sein, dass wir vielleicht Glück haben und sie nicht hier trifft. Dann, und hier vielleicht noch, ja, was kommt. Wer weiß das schon. Also der muss denn hier kommen, ne? Und dann müssten wir nochmal ein Match machen. Was sind die Alternativen? Hier oben das blaue. Oder wenn ich die Bombe mache, dann habe ich den lilanen hier. Der rutscht einen hier hin, da habe ich auch nichts bei gewonnen. Außer, dass ich danach eine Bombe habe, die mir einbringt, obwohl ich noch 3 brauche. Dann mache ich das hier einfach.
Man hat jetzt noch minimal eventuell. Ja, aber auch nur, weil Ludwig jetzt der Einzige ist, der nicht getroffen ist. So. Aber davon jetzt mal ab, ne? Jetzt habe ich ja minimal Zeit. Aber davon ab, ich habe ja nichts. Ich muss jetzt auf den Mana-Boost von Ludwig hoffen, weil ich sonst nichts habe. Und ich kann nicht hier hinspielen, weil Vivica nimmt mir das wieder weg. Da ich auch ganz wenig Lila habe, ist das halt auch nicht so geil. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als unter Alfrike zu spielen. So, noch ein Zug, Mindless Attack. So. Ja, das kommt natürlich dann noch dazu, erschwerend hinzu. So, ich feuer dich jetzt erstmal und guck mal, wo du überall hingehst. Okay. Ja, auf dich. Damit wir alle was davon haben. So, jetzt müssen wir wieder spielen. Ich würde es ja auch gerne mal begrüßen, wenn ich auch grün kriegen würde. Würde mir auch schon ein bisschen helfen. Also mit Kongalach feuern wäre ja auch mal ganz nice. Ja, okay, immer noch Glück gehabt. Problem ist, jetzt habe ich diesen beschissenen Drecksandschaden. Jetzt verliere ich wegen diesem Drecksandschaden. Das kann doch nicht sein. Also ich bin einfach nur bestraft in diesem Rush-Turnier. Anders kann ich mir das nicht erklären. Was mache ich? Ich könnte jetzt hier wunderbar ghosten, aber sie ist tot. Das heißt, es bringt mir gar nichts. Er hat auch noch Brandschaden, ja sehe. Er hat natürlich auch noch den Brandschaden, sodass er dann noch nicht mal den Sandschaden überlebt, sondern daran auch stirbt. Das heißt, ich habe zwei Züge, um jetzt Kullervo anzukriegen, um dann zu hoffen, dass dann auch noch, weil er ist ja auch noch zwei Züge blind, dass dann beide Angriffe treffen, weil hier ist er aber hier auch, ist er auch noch Steinhaut. Ach ja, das ist einfach nur schlecht. Ja, was ein dreckiger Müll. Scheißspiel. Ja, ich kann nichts machen. Ich hab verloren. Was ein Dreck. Du bist ein richtiges Arschlochspiel. Junge, Junge, Junge. Was für ein Müll. Wirklich. Negative Statusänderung. Super. Das, diese ganze Mindless Attack-Scheiße bringt mich nicht weiter. Muss irgendwas anderes machen. Ich brauche auch nicht. Du warst auch ein Versager. Ein Kongalach löst einmal aus in einem gesamten Rush-Match. Das muss er dir auch mal vorstellen. Nehmen wir jetzt Nemesis einfach mit. Machen wir das mal hier. Machen wir das anders. Ah, lass uns mal. Mir ist es eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir mittlerweile scheiße. Ja.
Story of my life hier. Wieder. Ja, über ein grandioses Board. Slowdown. Natürlich. Natürlich hat er einen Slowdown drauf. Warum auch nicht? Warum hat er auch nicht einen Slowdown drauf? Das ist ja die Frage. Warum hat das so lange gedauert? Was soll ich machen? Eigentlich, ich will mich nicht nochmal einkaufen. Ich habe keine Lust. Wirklich nicht. Ich mache jetzt noch. Ach, PvP, das kann ich gar nicht. Können wir einen Titanangriff machen? Können wir auch nicht machen. Oh, ich will diese Angriffe nicht machen. Guck mir jetzt die besten Liste an. Guck mal, ob da irgendjemand ist, den wir kennen. Oh, schön. Mit dem Hund. Er hat auch diesen, nicht den Dreckshund drin. Krass. Pupido, ja, nicht schlecht. Ah, hier sind einige, die wir kennen, ne? Hier Palm Fiction auch wieder am Start, ja. Azul. Oh, zweimal Palm Fiction. Echt. Das sind aber auch richtig die Arschlochhelden, ne, die da drin sind. Ja, gut. War ein kurzes Video, weil ich kauf mich nicht bei diesem Müll. Also, wenn ich eine Niederlage gehabt hätte, jetzt zwei Siege und dann wieder verloren hätte, weiß ich nicht. Aber das war, es war halt nichts. Das war halt beides Müll. Und das gebe ich mir nicht. Also wirklich nicht. Ich bin ja spendabel, was diese 75 Juwelen angeht. Aber ich lasse mich nicht so verarschen. Also das ist wirklich unter aller Sau. Also deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euch viel Glück. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.